Wir ehren den Torschützenkönig der Hallensaison 21/22 mit sage und schreibe 56 Toren in 10 Spielen hat er diesen Titel mehr als verdient. Der Torschützenkönig Tim Herzbruch vom HTC Uhl aus Mülheim. Letzte Woche gegen den BHC, der im Abendspiel gegen der Humpeter, ich regt ja die Mannheimer an, ein bisschen schneller zu machen. Und was da am Kreis steht, ist unglaublich. Jan-Christopher Rühr kriegt den Ball, aber John Danne. Ah, Rühr ist auch Krosse, gute Bewegung da. Aber mal Prinz, der da auftaucht. Gute Bewegung, hakt den Ball kurz ein. Ah. Versucht er ganz frech. Im Sein Bruder Tino Nguyen wieder hinten, haben freundlicherweise sich dazu entschieden, dass nur einer einen Schirmmann anzieht. Jetzt der erste Ball, ist, der ins Brett gezogen wird. Aber die Schiedsrichter, ein Mann Überzahl, ein schöner Pass auf Hartkopf in die Mitte. Wieder Hartkopf. Raffi Hartkopf vom Schuss. Ja, aber nicht nur der MAC hat einen guten Torwart. Ja, jetzt Matthias Ole Prinz. Wuselt sich da durch. Echtes Abspiel. Rühr jetzt ganz frei im Kreis. Mit der Rückhand. Kennt man. Jetzt vielleicht mal Raffi Hartkopf über rechts. Geht in die sogenannte Hundekurve. Aber auch hier wieder. Vielleicht mal Raffi Hartkopf. Der sich da durchsetzt. Versucht. Guter Pass auf. Ja, Linus Müller wird da ein bisschen unser. Ah, gut, die Kelle dazwischen bekommen. Linus Müller versucht jetzt mal den Konter zu fahren. Tisolo Prinz jetzt über rechts, könnte hochlegen. John Danneberg da. Oh, Smith-Loni steht zum Schuss bereit und dann trifft er den Pfosten. Ganz starker Schuss, Pech da. Wir haben. Geht aber weiter mit Seiten aus. Raffi Hartkopf und dann ist der Ball drin. Und jetzt fällt er einfach zum 1:0 für den Panama AC. Und der Torschütze direkt Luis Hostel. Und endlich fällt hier ein Tor. Jetzt mal Grosse, hätte vielleicht die Chance gehabt, da zu schießen. Siegburg dann im Nachfassen. Aber schon in Ehren, Danneberg. Zeigt er mal kurz seine Technik, die er zweifellos hat. Jetzt noch mal die Möglichkeit. Der zweite Halbzeit, den dritten von Aber konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. Jan Christopher Rühr jetzt mal mit einer schnellen Ball in der Tor geht. Schaffen sie es, den MAC immer nach außen zu drängen. Und da ist es eben nicht so jetzt gefährlich. Jetzt mal ein langer, schöner Pass auf Hermannsko ist es, glaube ich. Ja, Weigand jetzt auch wieder mit dem Versuch aus ganz spitzen Winkel. Aber freundliche Helfer können erstmal eine Riesenmöglichkeit jetzt für diese Ole. Ja, spielen dann wieder ein bisschen Tempo auf. Und da ist der Fuß von, ja, Johannes Krosse ist es.
gute Entscheidung da vom MHC-Stürmer, den Ball flach aufs Tor zu bringen von Anzeneda. So, jetzt die Leis Misloni. Oh, und hier. Und dann ist der Ball dann doch im zweiten Anlauf drin. Ja, die Unparteiischen haben sich noch mal kurz beraten. Und der MHC geht hier mit 2:0 in Führung. Ja, und so baut hier erstmal der MHC den Vorsprung auf. Jetzt mal Jan-Christopher Rühr findet da oben eine Lücke. Da ist der Fuß, ja. Und direkt. Diesmal macht es Mats Gambusch und wieder John Donnenberg da. Das ist ja unglaublich, der Kerl. So, diesmal Jan-Christopher Rühr. Versucht es ins kurze Eck. Aber auch hier wieder John Donnenberg da. Wieder Rühr. Bilder, die nächste Wiederholung. Nächste Riesenchance für Köln, diesmal Grosse. Und auch der scheitert an John Danneberg, Nachschuss. Und das gibt's ja überhaupt. Muss es doch endlich mal reichen für die Kölner. Gambusch wieder am Schuss. Aber auch hier, ja, der Schuss war dann doch ein bisschen zu harmlos. So, nächste Ecke Köln, Rühr jetzt. Wieder super abgelaufen von Mannheim. Stark abgefangen von Raffi Hartkopf. Ist vorbei, Jan Onikou. Aber auch Verbauer am Tor. War auch ganz spitze. Guter Ball von Linus Müller. Ja, gut aufgepasst von dem Mannheimer da. Nguyen ist es. Ja, komischerweise der Pfiff gegen Mannheim. André Henning entscheidet sich dazu, den Überzahlspieler wieder rauszunehmen bei Gleichzahl, sodass Onyekuru jetzt wieder auf dem Feld steht. Aber Mannheim jetzt natürlich mit der Möglichkeit, Druck zu machen. Raffi Hartkopf kriegt den Ball da. Ball rutscht irgendwie durch. Kölner ganz sauer. Und jetzt wird es ein langer Weg für die Kölner. Nicht so möglich, keine Frage. 7,5 Minuten sind noch auf der Uhr. Da kann ganz viel passieren. Moritz Trompertz auch hier wieder unzufrieden, dass nicht gewiffen wird, dass er ins Brett gespielt wird. Und da ist das nächste Tor. Luis Holste. Elsner mit viel Platz. John Danneberg aber wieder da zu Posten. Zu legen, findet aber keinen Abnehmer. Ja, und dann passt auch gerade nicht viel zusammen bei den Kölnern. Wieder ungenaues Abspiel. Schlafen da. Vollkommen. Nguyen lässt sich da feiern. Findet Misloni hinten im Kreis. Ja. Da hat man. Rühr nochmal mit der Möglichkeit und wieder John Danneberg. Wie oft habe ich das heute schon gesagt? Wieder zur Stelle. Ganz viel Zeit. Wir haben ganz, ganz viel Zeit bei jedem Freischlag, den sie haben. Schneller Ballverlust jetzt aber mal. Gambusch, oh, kommt irgendwie durch. Ich weiß gar nicht, ob der Trick extra.
Applaus für Oberster, diesmal der Kapitän der Reihe, Max Krambusch.